Das Grab von Henry Avery. Irgendwie nicht. Als Avery hier angekommen ist, war der Ort bereits verlassen. Das stimmt wohl. Bei dem hohen Kopfgeld auf ihn, der sich hier versteckt. So, los geht's. Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und es ist, glaube ich, mittlerweile Part 12 des Let's Plays. So schnell geht das. Und, was war zwischen Rafe und dir? Ich kam nicht mit ihm klar. Er hatte bestimmt auch genug von mir. Ich musste deinen, Tod verarbeiten und er war frustriert, dass er den Schatz nicht fand. Naja, als ich fort bin, hätte er mich wohl am liebsten umgelegt. Überleg mal, was er dir jetzt antun will. Ja, lieber nicht. Sam, hör zu. Er ist skrupellos. Noch schlimmer, als er es im Team mit uns schon war. Ich kenne Geschichten. Glaub mir, ich auch. Noch ein Grund, warum ich kein schlechtes Gewissen habe. Und, hast du es so in Erinnerung? Was, die Kathedrale? Ja. So ziemlich, aber es ist lange her, ist etwas verblasst. Okay, wo ist die Kathedrale? Da hinten, das Ruinengebäude, was wir jetzt gerade besonders schlecht sehen, während die beiden darüber sprechen. Müssen wir hier runter? Weiß ich nicht. Unser Bruderkollege ist hier so in die Richtung. Scheint zumindest jetzt nicht. Okay. Gerade sagen, scheint jetzt nicht unwahrscheinlich zu sein, aber. Ich dachte irgendwie, hier wird es jetzt weiter nach unten gehen oder sowas, aber das ist zu tief. Ich da runterspringe. Ist das tief? Ah, sieht tief aus. Ja, suchen wir einen anderen Weg nach unten. Okay, das ist ja ganz cool gemacht. Was mit hier runterrutschen? Und an die Bäume springen? Nee. Keine gute Idee, glaube ich. So, immerhin, das haben wir ganz gut gemeistert. Das sieht schon besser aus hier vielleicht. Aha! Das sollte halten. Oh, gute Idee. Ja, ich habe nur gute Ideen. Wow. Was ist denn das? Ausgrabungsausrüstung. Schorlein? Was? Da. Ich dachte, die wären an der Kathedrale. Scheiße, runter! Na, super. Boah, ich pump schon. Hört ihr das? Bum, 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 bum. Headshot! Hast du gerade auf mich gezogen? Oder gezielt, Alter? Alles okay. Ja, sehr. Wieso haben wir denn jetzt hier Feindkontakt, Mensch? Die haben uns wohl erwartet. Und die suchen fernab der Kathedrale. Weshalb wir zu diesem Friedhof müssen. Sofort. Ganz genau. Warum habt ihr nicht neben der Kathedrale gesucht? Ja, das haben wir. Ein bisschen, aber der Ort ist riesig. Wenn man nicht weiß, wo, ist das die Nadel im Heuhaufen. Oder der Sprengsatz im Heuhaufen. Die sprengen das ganze Ding auseinander, ne? Ha, ja, und was ist das da drüben? Schloss oder was? Willst du da runter, Alter? Oder wolltest du nur mal ein bisschen die Aussicht genießen? Sehr cooler Move von mir. Wahrscheinlich kommen doch jetzt 20.000 Mal Gegner, oder? Was ist das hier? Die Mönche hatten mehrere Wohnquartiere. Das größte natürlich beim Friedhof. Tja, zentral gelegen. Mehr Schorlein-Ausrüstung. Wenigstens keine Schorleiner.
Vielleicht haben wir Glück und die jagen sich in die Luft. Wenn ich wenigstens ein bisschen wüsste, wo wir hin müssen. Na, wollen wir wetten? Yep. Dynamit. Hey, sei vorsichtig damit, ja? Oh ja. Hey, die Tür ist offen. Das war laut. Hoffentlich haben die nichts gehört. Hoffentlich ist das in den Explosionen untergegangen. Ja, wir benehmen uns sehr unauffällig. Das ist ein Weg durchs Dach. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Dann suchen wir was zum Draufklettern. Ja. Sollen wir was da reinschieben, oder was? Warum gehen wir nicht hier außen rum? Ach, hier ist nur so ein Rutscheberg, oder was? Wo bist du, Bruderherz? Da oben? Was machst du da? Nee. Okay. Suchen wir was zum Draufklettern. Das ist... Er macht nur Schwachsinn, oder? Wo ist denn der Typ schon wieder? Okay, du bist da oben. Wie sieht's womit aus? Da war ich doch schon. Habe ich nicht geschafft. Was meinst du jetzt? Soll ich das normal probieren, oder was? Ich komme noch nicht mal so darauf. Ne, also von hier klappt's nicht. Also was willst du von mir? Ach, oder meinst du das Rollding hier, oder was? Ja, und wie sollen wir das, bis wohin sollen wir das schieben? Hey, damit können wir rausklettern. Achso, ich muss erst... Moment. Geh mal aus dem Weg. Nur so, als Info. Bitte, nimm das, Tür. Du machst das echt ganz gut. Ich habe in den letzten Jahren einiges in die Luft gejagt. Kann mir mal einer sagen, warum ich das Ding hier komplett alleine schiebe? Okay. Wo sind unsere Jungs? Waffen in Sicherheit. Das sind die, vor denen Nadine uns gewarnt hat. Sie. Egal. Der Befehl lautet, Ziele eliminieren. Blöde ist, man sieht überhaupt nicht, wo einer ist. Ne? Man läuft hier ziemlich... Boah! Boah! Da-dam, da-dam, da-dam. Oh.
voll fertig gemacht. Geh doch in Deckung, Alter. Ja, das wird aber auch mal Zeit, immer. Der war deine Flanke, nicht meine. So ein bisschen unübersichtlich, aber nur minimal natürlich. Oh, habt ihr das gesehen? Mega coole Rolle, direkt auf den Füßen gelandet. Na, der weiß gar nicht, wo wir sind. Die sind wir los. Die sind wir los? Naja, skilltechnisch war das jetzt so, naja. Liegt aber auch ein bisschen wirklich, muss ich gestehen, dass man im Gegensatz zu Division einfach ein bisschen, naja, also die Spielmechanik ist halt, glaube ich, hauptsächlich wirklich auf Klettern und Co. ausgelegt und nicht so sehr auf dieses Deckungsballern-Feature. Währenddessen Division ja ein reiner Deckungsshooter ist, ist das jetzt zwar ein Part des Gameplay-Elements, fühlt sich jetzt aber irgendwie nicht ganz so geschmeidig an. Sage ich jetzt mal einfach so, ohne dem Spiel irgendwas Böses gewollt zu haben. Aber so im direkten Vergleich ist es so, ein ganz klein bisschen muss man sich wahrscheinlich eher ein bisschen mit arrangieren, dass das etwas anders sich spielt. So, los, auf geht's. Okay, da sind wir. Schöne Stimmung. Kann man die zerschießen oder sowas? Okay. Hätte ich vielleicht auch zerschlagen können, ne? Was, lass mich hier durch? Das gibt's nicht, oder? Mann, oh Mann, ey. Hey. Kommt mir so ein bisschen wie so Munitionsverschwendung vor. Vor allem funktioniert das doch gar nicht. Doch, jetzt bin ich durch. Guck mal. Ah, was habe ich hier Schönes gefunden? Ein Schatz! Sie haben einen Schatz gefunden. Ole, ole, ole. Für Ihre Untersuchung Options drücken. Mir wurde bereits von euch in den Kommentaren geschrieben, dass man das halt machen kann, dass das aber nicht irgendwie elementar ist. Also das, was dort zu finden ist, quasi keinen echten Einfluss auf das Spiel hat, sondern lediglich wirklich so ein Sammelfeature ist. Deshalb sage ich jetzt mal so, ich lege da jetzt nicht... Wohin? Ich lege da jetzt nicht so viel Wert drauf. Ich spring mal rüber. Ups! Ups! Naja, kann ja mal passieren. Ich habe gedacht, er springt vielleicht von alleine da an diese Kante, die man da sieht. Ich glaube, das ist auch das Ziel, was wir nehmen sollen. Also wenn wir jetzt hier rüber schwingen. Da, ne? Also da habt ihr ja gerade gesehen. Okay, ich versuche es nochmal. Ja, genau da wollte ich auch beim ersten Mal hin. Und ich habe gedacht, ihr kennt das vielleicht noch von Lara Croft. Die hatte ja teilweise so quasi fast Superkräfte. Die ist ja fast wie Spider-Man schon geflogen. Ich benutze den Haken. Um solche Ziele zu erreichen, wo man wusste, ey, das ist so unrealistisch, aber war auch egal. So, okay, wo geht's weiter? Immer noch Haken? Ich glaube schon, oder? Läuft bei mir. Okay, meinst du schaffst das? Was willst du denn? Von mir hast du das gelernt. Schön, dann lass mal sehen. So, siehst du? Ziemlich tollpatschig. Ich frage mich gerade, wo wir hin müssen. Nach da sehe ich irgendwie nichts. Nach da vielleicht? Sieht gut aus. Achtung. Sam, die Leiter da, ich komme nicht dran.
Okay, warte. Ich komm rüber. Ah, hier machen wir schön Räuberleiter hier, wir beide. Das passt doch. Komm her, ich rutsche ein bisschen. Okay, hilf mir hoch. Okay. Ganz schön ist dabei, vibriert so ganz leicht der Controller, um die Anstrengung zu vermitteln, die ich habe beim Let's Playen. Los, ich zieh dich hoch. Was? Warum lässt er nicht diese scheiß Leiter runter? Geht das nicht, oder was? Geil. Läuft doch total gut bei uns. So, meine Freunde, und da dieser Part heute Abend vermutlich noch rauskommen soll, würde ich sagen, ich mache jetzt mal einen ganz kurzen Break hier an der Stelle schon, weil... Der Schlafraum der Mönche. Ein paar Katzensprünge entfernt. Der Schlafraum der Mönche. So, nächstes Mal gehen wir zum Schlafraum der Mönche. Das ist jetzt ein ganz klein bisschen schneller vom Upload. Wenn die Folge 17 anstatt 20 Minuten ist, habe ich mir ungefähr ein halbes Gigabyte gespart. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen früh oder wann auch immer ihr das schauen mögt. Haut rein.